So, ihr guten Menschen da draußen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stranded Deep und nach wie vor sind wir vergiftet und ich habe mich verfahren. Ich bin hier hingekommen und wollte hier gar nicht hin. So, Augenblick mal ganz kurz. So, wir sind genau da in den Zappel. Wir müssen aber hier einmal einen großen Bogen fahren und wieder zurück in diese Richtung. Und wenn denn da alles stimmt, sollte da ein Ereignis auftauchen. Dieses denn wohl. Ja, Heichen, ich weiß, du bist auch da. Dieses denn wohl, Oh, gar kein Segel gesetzt. Oh, da kommt auch direkt gleich ein Felsen vorne ran. Ah, kommen wir rum. Da kommen wir rum. Das ist aber auch verkehrt, Leute. Das ist alles verkehrt. Warte mal, das ist. Warte mal. Ich mache jetzt hier einen großen Bogen hier einmal herum. Und so wie wir jetzt segeln, sollten wir als allererstes auf ein Ereignis zusegeln. Also Ereignis, ich meine jetzt so ein Danger Spot für uns. Und dann auf eine Insel zusteuern. Wenn das denn alles so stimmt, wie ich das mir gedacht habe. Wenn das nicht so stimmt, dann haben wir ein Problem. Weil wir brauchen nach wie vor Pipi. Sonst sind wir des Todes. Ah ja. Na komm. Ich finde, Stranded Deep hat mich so ein bisschen, ja, macht Spaß, weil es so gemütlich ist, ne? So kein Stressspiel, außer wenn man vergiftet ist. Natürlich sehr, sehr schlecht. Aber, es ist wirklich so, dass man ganz gechillt sein Ding machen kann hier einfach. Oh, ein bisschen windig hier gerade. Man treibt so nach rechts ein bisschen ab. Wollte ich aber auch irgendwie hin. So, keine Insel voraus. Insel ist links von uns. Und rechts von uns haben wir auch eine Insel. Und genau hier zwischendurch. Dieses Ereignis wollen wir auf gar keinen Fall machen. Noch nicht, weil wir erstmal, wie gesagt, Pipi haben müssen. Und dann natürlich auch unser Speerwerfer wieder aufpimpen. Neue Waffen herstellen. Und dann sehen wir mal weiter. Ich glaube, ich muss einen Zack nach rechts segeln. So. Ich wollte gerade sagen, geradezu kommt eine Insel. Nein, da kommt keine Insel. Das war nur ein. Naja, ich sapper viel beim Reden offensichtlich. Da ist noch eine Insel. Sollte dann Insel sein? Ja, es sollte dann Insel sein. Aber geradeaus sollte jetzt auch so langsam mal eine Insel auftauchen. Ich glaube, ich habe was gesehen gerade. Kann mich aber auch getäuscht haben. Ich sehe viele Dinge. Wie eine Fata Morgana. Diese Insel rechts hier von mir, glaube ich, das war eine Insel, da sind wir vorbei dran gesegelt. Hat jede Menge Wracks. Eigentlich sollte man da auch nochmal irgendwie hin. Es kommt keine Insel, ne? Wieder das eine, was ich erhofft habe, das andere, was, ja, was ich brauche. Na. Aber hier sollte eigentlich was passieren.
Da geradeaus kommt doch eine Insel. Oder täuscht das gerade? Man schaut auch noch jeden kleinen Flecken auf dem Monitor. Da! Da ist das! Da ist der Megalodon, Freunde. Da ist ein toter Wal. Da sind wir aber noch nicht bereit für. Oh. Es sollte hier auch eine Insel jetzt auftauchen. Also hat alles gestimmt, was ich vermutet hatte. Oder wir landen auf dieser Insel hier vorne. Hm. Da ist noch was im Wasser. Ne, das ist ein Sapperfleck wieder von mir. Okay. Schon schlecht, ne, wenn man so große Sapperflecken hat auf dem Monitor. Ja, dann fahren wir hier zu dieser Insel einmal hin. Dann müssen wir gucken, dass wir dann irgendwie das... Warte mal, wir drehen einmal komplett nochmal um, glaube ich. Nee, genau da, geradeaus ist eine Insel. Super. Super, 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 super gut. Hoffentlich hat die auch Pipi am Start. Da bin ich genau nach dem Plan, wie ich sein wollte. Haben wir schon mal den Megalodon-Spot entdeckt. Das ist schon mal sehr gut. Oh. Das scheint aber mehr als kleine Insel zu sein. Ich hoffe, dafür nicht PPA. Ich brauche genügend Ressourcen. Oh, guck mal, da hinten ist auch irgendwas. Da sind auch sehr viele Wracks oder so. Auch wenn man rechts am Bildschirm... Wenn er, man hat immer diesen... Bei jedem Spiel hat man immer so diesen Lupeneffekt. Wenn man rechts im peripheren Blickfeld guckt, dann hat man da so ein Wrack. Jetzt ist weg natürlich, weil ein Segel von mir im Weg ist. So. Ich hoffe nur, dass ich diese Insel noch nicht bewohnt habe. Denn auf diese Insel, wo ich eigentlich hinsegeln wollte, ich habe mich ja total im Ozean verfranst, war ich schon. Und folgedessen sind die Chancen immer sehr, sehr klein, dass man denn da noch Pipi findet. Ja. Da seht ihr es im peripheren Blickfeld. Ein Riesenwrack. Na, Riesenwrack ist wahrscheinlich auch was anderes. Bisschen übertrieben. So, genau hier halten wir gleich an. Und beten, dass wir hier noch nicht gewesen sind. Blub. So, Pipi, wir brauchen Pipi, wir brauchen Pipi. Wir gehen erstmal in die Mitte der Insel. Wenn ich da schon alles voll Schrott liegen habe, dann weiß ich, hier war ich schon mal. Und hier liegt kein Schrott, also waren wir hier noch nicht. Super. Diese Insel ist so klein, dass wir hier nicht mal Schlangen oder so haben. Aber wenn hier kein Pipi ist auf dieser Insel. Guck mal, was wir hier alles noch haben und Treibgut. Da ist Pipi. Ah. Blop. Ah, sehr gut, Pipi. So, jetzt müssen wir nochmal schnell so eine Buddel herstellen. Und dann können wir ein bisschen verweilen auf dieser Insel. Tatsächlich. Um uns dann mal ein bisschen fit zu machen. Weil dann unser nächstes Ziel, ich glaube in den nächsten 1-2 Aufnahmen, wird denn der Megalodon sein? Wenn es denn der Megalodon ist. Überraschung. Ist es der Megalodon vielleicht? So, warte mal eben. Wow, nochmal Pipi hier. Ist nicht wahr.
So. Flop. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? So, warte mal. Jawohl. Job. Sehr gut. Das läuft ja wunderbar. Dann lass uns doch mal gucken, dass wir jetzt uns erstmal ein bisschen aufgepimpt kriegen. Das heißt, wir brauchen Wasser, also wir müssen was trinken. Einen Water Collector hier schnell herstellen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so übel. Und dann ein Hunting Shelter, beziehungsweise erst ein Shelter, dann ein Collector. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen hierfür nochmal eine Wasserflasche. Wieso höre ich hier die Hai-Musik? Lass mal das hier schon mal mitnehmen, die Planken. Wobei, die Planken, doch, die könnte ich für zu Hause gebrauchen. Warte mal, wo war noch was? Nee, das war es nicht. Warte mal, wo war denn noch was? Da schwimmt mir ein Wasser rum. Ach ja, hier könnten wir auch nochmal nach Fracks-Dings gucken, genau. Wäre ja mal eine geile Lösung. Könnte man ja mal machen. So. Ach, warum habe ich das denn in der Hand? So, warte auf. Mit zweimal Stoff mit. Ich habe noch keine Idee, ob ich mir jetzt nochmal gleich, und nochmal einen. So. Ob ich mir gleich nochmal einen Smoker mache oder einfach mal einen Grill. Wo habe ich die Palmen umgeworfen? Da hinten. Gut. Dann kloppen wir die jetzt mal auseinander. Ja, die kloppen wir erstmal kurz auseinander. Und die auch nochmal. Hupsi, komm. Sehr schön. Eigentlich sollte ich jetzt ein Shelter bauen können, ne? Oder täuscht mich da was? Viel von diesen Farnwedeln habe ich doch hier da, mein Gott. Danke doch. So, bauen wir uns hier schon mal einen schönen Shelter hin. Bauen wir den da hinten hin. So. Da können wir schon mal speichern. Unseren Fortschritt. Okay. Und jetzt bauen wir uns nochmal so einen Water Collector hin. Das heißt, wir brauchen dreimal Steine. Einmal so ein Farnwedel noch. Und einmal so eine Flasche. Das heißt, es muss noch unbedingt eine Palme dran glauben. Da hätten wir nur Stoff. Bleib stehen. So. Das haben wir. Was brauchen wir noch? Quatsch. Steine. Dreimal Stones. Da hätten wir einmal Stones. Na komm. Stone. Stone. Geht wieder nicht, ne? Ach, weißt du was? So. Dann mal ganz kurz. Stone. So. Momentchen. Achso. Nochmal Stoff. Stone. Stone. So, das Tab wieder soweit.
Okay. So. Das wäre erledigt. Der Grundbaustein wäre dargestellt schon mal zum Überleben. Das ist schon mal gar nicht mal so übel. So, hier nochmal schnell hinpacken. Bam. So. Jetzt schnappen wir uns nochmal schnell ein paar von diesen Dingen hier. Hopp, hopp, hopp. Sehr schön. Den schmeißen wir mal ab. Lup, weg ist er. So, meine Axt zurück. Was brauchen wir jetzt? Wollen wir einen Smoker machen oder wollen wir... Das war eine Plane, die wir gerade dabei haben, ne? Ein Smoker. Dreimal so eine Knüppel, einmal Seil und dann haben wir einen Smoker. Also wir brauchen dafür noch ein Dings, ein... Warum kein Smoker machen? Ist einfach, glaube ich, einfach das Beste, was man so machen kann. Einfach irgendwie. So, komm. So. Bob. Den stellen wir mal hier irgendwie auf. Sehr schön. So. Dann brauchen wir Stones. Dreimal wieder. Ich glaube, wir bleiben auch mal ein bisschen auf dieser Insel hier. Wir versuchen uns hier ein bisschen zu versorgen. Diese Insel finde ich schon gut. Die hat schon zweimal Pipi für mich gehabt. Also hat quasi einen Arsch gerettet. Die Arschretterinsel ist das hier. Bis wir nachher keine Palmwedel mehr haben. Da können wir wieder abreisen. Dreimal Stöcker, dachte ich, glaube ich, ne? So. Was haben wir gleich da? Dreimal Stöcke haben wir auch dabei. Das finde ich sehr gut. Ach je. So. Genau den. Blop. Brauchen wir mal Seil. Sehr gut. Komm. Nö, nee, mit mir. Eigentlich müsste ich, könnte ich mal eine Pause machen. Weil ich glaube, das ist erstmal so unwichtig. Obwohl andersrum. Für die Megalodon-Sichtung finde ich schon ziemlich cool eigentlich, ne? Was wir hier gemacht haben. So. Ups. Ach komm. Nerv doch nicht. So, jetzt können wir den Smoker bauen. Smoker. Bams. Fertig. So. Jetzt bräuchten wir was essen. Also, hier haben wir schon was gemacht, damit wir hier ein bisschen überleben können. Wir brauchen definitiv was zu essen. Auch Wasser brauchen wir jetzt gerade. So, wir machen eine kleine Pause. Wir sehen uns wieder gleich. So, die Nacht habe ich jetzt mal gut genutzt, um ein paar Speere herzustellen. Die habe ich natürlich alle schon in meine Kiste verstaut. Jetzt geht es darum, dass wir nochmal gucken, ob wir die Wracks noch hier haben. Wir chillen mal so ein bisschen, wir machen das ganz gemütlich. Wir müssen uns nicht zu Tode hetzen. Ob wir noch hier Wracks auf dieser Insel finden. Diese Insel hat nicht viele Ressourcen. Ich habe mir gehofft, die wäre ein bisschen größer, diese Insel. Dass wir mehr besser nutzen können, diese Insel. Aber ist leider nicht so. Meine Güte. Na und? Ist halt so. Sie dient ja eben halt nur als Zwischenlager quasi. Oder beziehungsweise als kleiner Operationsort. Hier wollte ich erstmal Pipi sammeln und konnte mein Leben retten. Ja. Und jetzt können wir uns noch ein Regal bauen. Wie gut ist das denn gerade? Ey, das ist mega, Leute. Das ist so cool. Und jetzt haben wir auch alles an Treibgut schon gefunden. Und das als nächstes geht's ins Wrack. Da sprudelt das. Da wird ein Wrack sein. Und da hinten lag ein halbes. Da wird mindestens eine Kiste liegen. Und da warten wir aber ein bisschen, bis es tags wird, ne? Nochmal letzter Inselrundgang. Ja, und dann greifen wir dann wahrscheinlich auch in der nächsten Folge schon. Ja, fahren wir zum Wal und greifen den Megalodon an. Wenn es denn ein Megalodon ist.
Ich vermute das mal. Ich hatte aber ein irgendein anderes Ereignis im Auge gehabt. Ich bin mal irgendwie auch in der Nähe da rumgesegelt. Und auch wieder auf der Suche nach Pipi, mal wieder. Und da kam dann auch irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was da stand. Keine Ahnung. Und ja, da war ich in der Hoffnung, dass wir das wieder finden. Nun kam es anders. Ja, aber trotzdem sehr gut. Boah, meine Nase, das ist ja unglaublich. Ja, so kann ich auch ein Lagerfeuer anmachen, ne? So, ja. So, jetzt sind wir wieder. Was sagt denn die Uhrzeit jetzt eigentlich? Ich habe das Gefühl, die Nacht geht hier nie rum. 4.12 Uhr, Himmelarsch und Sven. So, pass mal auf. Wo haben wir jetzt Stoffe? Da haben wir Stoffe, ne? Das ist aber voll. Hier haben wir mal eine Route. Guck mal, hier haben wir uns Bretterchen. Die holen wir ja auch mal raus. So. Egal. Hier genau dahin. Einfach mal der Vollständigkeitsweise mal. Genau, und dann kommt hier in der Mitte noch eins. Ich glaube, dann sollten wir aber auch genügend Regale haben, ne? Ich weiß nicht. Es sei denn, wir müssen das hier nochmal vergrößern. Vielleicht nach hinten. Ich war mir überlegen, ob wir nach hinten nochmal ein bisschen was bauen. Ah, was soll's. So. Dann wollen wir mal hoffen, dass wir ein paar Kisten finden. Ich glaube, es wird auch gleich wieder tags, ne? Wir sind eigentlich ziemlich gut erholt. Ich habe bloß Angst, im Dunkeln in so eine scheiß Qualle reinzutreten, hätte ich beinahe gesagt. Oh, mein Ding habe ich vergessen wegzulegen, mein Stoff. So, nein, dritte. So, kein Problem soweit. Wir sind zwar gestrandet, aber der Notarzt kommt. Kann man das hören durch das Mikrofon? Weil das ist eigentlich ein dynamisches Mikrofon. Nein. Ein Kondensatormikrofon. Kondensatormikrofone kann man ja die Umgebungsgeräusche mithören, wenn dynamisches. Das muss man sehr gut besprechen. Und das ist kein dynamisches. Währenddessen habe ich gerade völliger Schwachsinn geredet. So, pass auf. Lass uns mal luschern jetzt. Wo war denn dieses halbe Ding auf dem Boden? Ey, wir sollten trotz all dem, wenn wir hier sowas finden, unbedingt noch Speere draus machen. Können wir alles noch gebrauchen. Da. Oh, hier müssen wir schon schwimmen, Leute. Und Sandbank. Keine Kiste. Ey, das ist ja ein Armutszeugnis, ne? Meine Fresse, du. Oh. So ein Ärger aber auch. Ja, warte mal, da müssten wir zurückschwimmen. Da zurück segeln, genau. Das war die Insel, wo ich kurz drüber nachgedacht habe, da zu landen. Und genau dazwischen muss das sein. Gut, dann lass mal zu diesem Sprudelding nochmal hin. Man, ihr seht selber, wir haben noch genügend Inseln, die wir eigentlich mal erforschen könnten. Aber. Ich dachte mir eigentlich, es wäre jetzt mal der Zeitpunkt angekommen. Wo auch mal jetzt gegen andere Dinge kämpfen sollten, als nur gegen den Hai, der sich immer verpieselt. Wo war das Sprudelding jetzt eigentlich? Das ist ja echt tote Hose, ne? Blub, blub, blub. Hä? Wo ist das hin? Hä? Ich sehe das Sprudelding nicht mehr. Sprudelding. Komm, eine Runde gehen wir noch. Ansonsten müssen wir ohne Sprudelding los. Warte mal, ich muss mal ganz kurz meinen externen Lüfter mal ein bisschen hochschrauben, damit der PC nicht gleich anfängt zu brennen.
Sprudelding ist weg, ist ja irre. Ja, dann war's das wohl. Dann sind wir fertig mit dieser Insel. Gut, wir haben diese Insel jetzt auch nur benutzt, eben halt wirklich, um uns zu entgiften wieder. Und Speere herzustellen. Das ist ein bisschen aufregend jetzt, ne? Wenn ich mal drüber nachdenke, dass wir jetzt gleich loscruisen. Ne, Sprudelding ist weg. Nützt nichts, kann man nichts mehr tun. Ich fahre jetzt nochmal mit euch dahin. Los geht's. Da wäre die Insel, wo wir eigentlich hin wollten. Also alternativ hin wollten. Oh, was für eine Strömung. Ich komme hier gerade nicht wirklich rum, ne? Ah, komm schon. Komm. Gib alles, Junge. Wie weit man auf einmal weg ist, ne? Das ist schon irre. So. Wo wäre diese andere Insel? Da, okay. Die Insel müssen wir gleich ein bisschen rechts haben, also im Auge behalten. Und dann sollten wir doch da schnell hinfinden eigentlich. Quatsch. Ist das auch ein Mast hier? Nee. Okay. Huh, ein bisschen aufregend ist das schon, das Ganze, ne? Aber wir müssen jetzt erstmal wiederfinden. Leichter gesagt als getan. Weil diese Insel war dann doch ziemlich weit weg. Da könnten wir auch mal diese Insel da drüben erforschen, ne? Aber andersrum, diese Spots, das sind, ja, egal. Wir gucken gleich mal weiter. Erstmal das eine fertig kriegen und dann das andere. Och, das ist aufregend, ne? Immer dieses Hin und Her und... Oh. Aber es ist ein schön gemütliches Spiel. Es ist nicht so anstrengend und sonstigen Kram, ne? Das gefährlichste daran ist echt nur das Vergiften, finde ich soweit. In diesem Spiel. Und sonst hat man hier keine Probleme. Ja gut, der Hai, ne? Ganz klar. Boah, Alter, ich habe mich so erschrocken gerade, wenn man sowieso schon auf Spannung ist, ne? Da kommt das Spannendste dann auch nochmal. Ja, diese eine Insel, die würde ich auch nochmal sehen unbedingt. Und die andere hier. Guck mal, da ist die, wo wir gewesen sind gerade. Dann müsste es jetzt nicht allzu weit weg sein, ne? Nacken, ne? Tut alles ein bisschen weh. Man sackt ja immer so in sich zusammen, wenn man spielt, ne? So. So. Vielleicht sollte ich einmal mit dem Fernglas schauen. Es war ja auch ziemlich flach im Wasser tatsächlich. Nur habe ich Schiss. Ich habe Probleme mit dem Floß immer, ne? Dass die Haie permanent meinen Floß umkippen. Puh, aufregend. Da ist eine Insel.
Da ist er. Wir haben vergessen zu speichern vorher, ne? Oh. Wenn das mal gut geht, Freunde. Ja, wenn das nicht gut geht, dann beenden wir das Let's Play. Da vorne. Ein Segel runter. Da ist er ja auch. Oh Gott, Leute. Wir haben Wal rumnascht einfach, ne? Kann man sich auf den Wal raufstellen und dann? Oh, ich komme nicht weiter rumgedriftet, ne? Oh, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Megalodon. Und das Wetter wird fies. Also eigentlich hätte ich mir schon vorgestellt, dass wir da näher rankommen. Damit wir... Es hat keinen Zweck so. Wir müssen das Wetter abwarten, Leute. Das bringt nichts. Gut. Wir warten das Wetter ab, Freunde. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, Freunde. Wir sind gespannt, wie es weitergeht.